Hallo Freunde, heute geht's mit einem neuen Let's Play Diablo 3 weiter. Und zwar dem Hexendoktor. Viel Spaß beim Anschauen. Jo, weiter geht's in der Seelensteinkammer. Dann wollen wir mal gucken, dass wir. Oh. Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig cool. Gebt mir den Stein, ich werde euch vernichten. Was? Ich brauche mehr Zeit. Die Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie sein! Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Er erzählt dir wieder Sachen. Ihr macht komische Geräusche. Oh, ich muss meine Zauber üben, damit sie nicht mitten im Kampf versagen. Hören sie sich wirklich so seltsam an? In diesem Stein befinden sich nun fünf Herrscher der Hölle. Adria, ihr müsst uns die ganze Wahrheit über den Stein sagen. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Oder? Ah, versteckte Lager, warte mal. Oh, das Rohr. Ich muss zurückkehren. Sehr praktisch, weil, guck mal, wir sind schon wieder sehr voll. Dann machen wir da zuerst leer hier. Was haben wir denn da? Seltener Waldschutz. Der sieht ja richtig gut aus. Erhöht den Schaden von Giftpfeilen. Qualität. Wut hat kein Int, ne? Glaube den. Überlege ich mal. So, der weg. Weg. Seltenes Zeremoniemesser. Weg. Oh. Das ist ja. Seltener Kopfschutz.
Viel mehr Intelligenz, viel mehr Vitalität, regeneriert Leben. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Nehme ich den jetzt oder nicht? Ein Schaden zu sehr ein. Nee, nimm ich nicht. Seltener Brustschuss. Erhöht Schaden von Zombiehunde beschwören. Okay. Ob der würde mir mehr bringen. Den nehme ich. Hätten wir noch einen magischen Gürtel. 133 Int und Leben. Ja, der ist gut. Ring ist auch besser. Einmal habe ich den Betörungszauber falsch gewirkt und Schwester Lyse hat mir 2 Wochen lang schöne Augen gemacht. Oh. Mann, da sind ja richtig gute Sachen gefallen jetzt wieder. Bringt uns wieder ein Stückchen nach vorne hier. Sehr schön. Oh. 150 Int, 133 Vitalität, 305 Leben pro Treffer. Blitzschlag hat eine Chance von 32 Gegner 1,5 Sekunden lang zu betäuben. Ja, den nehme ich mit. Und jener 122 Intelligenz, 110 Vitalität im Vergleichen. Ich habe ja 2 Ringe. Nee, ich glaube, ist jetzt tatsächlich besser. Das kommt wieder in die Truhe und das andere wechseln wir. Einmal auswechseln. Wie schlechter. Das Gefühl, der vergleicht immer nur mit dem linken Ring irgendwie. Ja gut. Und das noch anziehen. Brustschutz und den Kopf. So. Rest weg. Jetzt noch ein paar Sachen in die Truhe schmeißen. Oh, wer konnte denn noch gleich reparieren? War er das hier? Hm. Der stand hier oben, ne? Edric war das, genau. Oh, angelegte Rüstung. Repariert. Auf zu Adria. Was werden wir tun, wenn wir Belial und Asmodan in dem Seelenstein gefangen haben? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Na dann. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Lea hat recht. Lasst uns gehen. Ja, dann gehen wir mal. Aber wohin sollen wir gehen? Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation.
Schnell! Wir werden euch schützen! Belial weiß, dass wir kommen. Er wird die Stadt zerstören, um uns aufzuhalten. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Wir werden alle retten, die wir können. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich hab gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Bringt sie in die Kanalisation! Wir können unser Leben nicht für dieses törichte Heldentum aufs Spiel setzen. Wir müssen sofort zum Kaiser. Wir können diese Leute nicht einfach... Ach so. So, wie haben wir? Haltet die Leute von diesen Feuerwehren fern! Leute einsammeln hier. Wir können uns nirgendwo verstecken. Wessen Zorn haben wir uns nur zugezogen? Jetzt alle? Nee, da hinten sind wir nicht. Zurück mit hier runter! Wir werden euch beschützen! Bitte helft mir! Lasst mich so nicht sterben! Haben wir uns nur zugezogen? Ja, ich weiß nicht, mit dem Namen. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Einer noch. Bitte, helft mir, die Kanalisation zu erreichen. Ah, komm mit. Etwas Besseres. Da unten seid ihr sicher. Zu den Toren! Jetzt! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los! Komisch, ne? Warum sind sie eingesammelt? Kein Feuerregen mehr. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Den brennenden Sand. Ach nee, da müssen wir nicht. Hier geht's weiter. Auf in die Kanalisation. Benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe, und reiße diese Tore ein. Trete zurück. Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Sorgt euch nicht um uns. Na also, geht doch. Der Meister wird heute sterben. Braucht mehr Zeit. Wir haben ihm den Rest gegeben. Klein macht inzwischen auch ganz gut Schaden, ne? Wenn dann noch rum. So, hier geht's weiter. Dienern Belials. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Tötet! Noch nicht bereit. Einen hat er. Jetzt gekillt. Auf den Verlierer.
Egal, musst du weg. Was? Und ruhig. Tödlich oder so. Jetzt. Irgendwie ballern das. Die Kraft ist in euch, Lea. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hier bleiben. Den Göttern sei Dank. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Bemannt. Zeigt mir den Seelenstein. Er wird für alle Ewigkeit euer Gefängnis sein, Belial. Ihr werdet mehr davon sehen, als euch lieb ist. Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn ihr mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Ich brauche mehr Zeit. Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist mein. Der. Ich brauche mehr Zeit. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir. Seht das wahre Gesicht des Herrschers der Hölle. Was? Noch nicht bereit. Ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Okay. Ach so, wir sollen ins versteckte Lager. Ja, das ist natürlich einfach. Ich kehre in die Stadt zurück. Oh, dann machen wir das Übliche. Einmal verkaufen. Ui. 11 bis 15 Schaden, 180 Int. Abklingzeit der Fähigkeiten 5%. Das ist ja richtig. Geil, das Teil.
Das wird behalten. Ein seltener Beinschutz. Der hat auch viel mehr Vitalität. Der Brustschutz. Vitalität erhöht, Schaden von Fleisch. Was? Fetischarmee? Ne, habe ich zwar nicht, aber. Kugeln Tränkel. Den lassen wir mal weg. Wer behalten wir? Also so nicht tragen die Sachen. Seltener Brusch. Schulterschutz. Auch weg. Und die Stiefel kommen auch weg. Da haben wir was. Legendärer Müll. Was kann denn der? Oh, guck mal. 143 Innen, 148 in Vitalität. 304 Lebensregeneration. Das ist alles viel, viel mehr. Und Giftfall wird um 11% erhöht. Das ist doch genial. Oh nein. Mist, ich habe ihn verkauft. Rückkauf. Was ist er denn? Da. Meine Güte. So, jetzt aber. Anlegen. Mojo annehmen und den Beinschutz. Jetzt haben wir's. Der war jetzt gut. Gut, RK. Den reparieren wir. Weil ich wieder nackt rumlaufe hier irgendwann. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment. Denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Na, den machen wir das doch mal. Gab es denn noch schönes? Seltene Handschuhe. Oh. 101 Intelligenz, 168 Vitalität. Ja, gut. Da kann ich natürlich auch nicht Nein sagen. Sehr schön. Geht die Post. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. So, dann. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da oder ein Abo oder ein Like für die YouTube-Videos. Würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.